Sehr verehrte Damen und Herren, ich begrüße Sie herzlich auf dem Kanal Politik Spezial. Ich bin Zhang Danghong, Kolumnistin für diesen Kanal. Heute möchte ich darüber sprechen, wie Debatten in Deutschland im Keim erstickt werden. Deutschland war einst stolz auf seine Debattenkultur. Sie basiert auf der vom Grundgesetz garantierten Meinungsfreiheit, wonach jeder das Recht hat, seine Meinung zu äußern und zu verbreiten. Teile ich die Meinung eines anderen nicht, habe ich sie zuerst zu respektieren. Ich trage meine Argumente vor und wir fangen zu debattieren an. Vielleicht gelingt es uns beide nicht, das Gegenüber ganz zu überzeugen. Aber einzelne Aspekte bringen uns beide zum Nachdenken. Jeder hat etwas vom anderen gelernt. Die Parteien debattieren im Parlament und ringen um die beste Lösung. Das ist der Sinn einer Debatte und essentiell wichtig für die Demokratie. Wie steht es um die Debattenkultur in Deutschland heute? Kabarettist Dieter Nuhr bringt es auf den Punkt. Wie kann man von einer Debattenkultur sprechen, wenn Debatten gar nicht mehr stattfinden? Das sagte er auf einer Podiumsdiskussion in Essen Anfang Juni. Mit anderen Worten, die Debattenkultur in Deutschland ist verkümmert, weil Debatten im Keim erstickt werden. Wie geht denn das? Das einfachste Mittel besteht darin, denjenigen, dessen Meinung vom Mainstream abweicht, zum Schweigen zu bringen. Das habe ich am eigenen Leibe erlebt. 2008, im Vorfeld der Olympischen Sommerspiele in Peking, wagte ich es, als Mitarbeiterin der Deutschen Welle, gegen die sehr einseitige China-Berichterstattung in den deutschen Medien und den beliebten Volkssport China-Bashing anzukämpfen und auch auf positive Entwicklungen in China in den drei Dekaden davor hinzuweisen. Die im Übersee lebenden chinesischen Dissidenten forderten in mehreren offenen Briefen an den Bundestag zuerst meine Entlassung und dann die Auflösung der ganzen China-Redaktion der Deutschen Welle. Das gelang ihnen zwar nicht, aber ihr Minimalziel war erreicht. Als China-Expertin bin ich seitdem verstummt. 2014 drohte sich das Spiel zu wiederholen. Als der DW-Kolumnist und bekannte China-Kenner Frank Sieren zum 25. Jahrestag der Niederschlagung der Studentenbewegung auf dem Platz des Himmlischen Friedens schrieb, dass es sich dabei um einen einmaligen Ausrutscher der KP Chinas handelte, wandten sich die Dissidenten abermals an den Bundestag, um Frank Sieren mundtot zu machen. In ihrem offenen Brief an das deutsche Parlament war ein bemerkenswerter Satz zu lesen. Sierens Äußerungen hätten den Rahmen der Meinungsfreiheit gesprengt. Wie sieht dieser Rahmen aus und wer setzt ihn? Die Briefschreiber selber? Zum Glück stellte sich Intendant Peter Limburg vor den Kolumnisten. Doch auch hausintern stand Sieren unter heftiger Kritik. Die links-grün eingestellten Kollegen fühlten sich durch Sierens Äußerungen dermaßen provoziert, dass sie ihn auf die Stufe der Holocaust-Leugner hieften. Das ist die Methode Nummer zwei. Wenn sich jemand nicht zum Schweigen bringen lässt, dann wird er mit negativen Etiketten versehen. Leugner steht seit Jahren auf der Beliebtheitsskala der Debattenersticker auf Platz 1. Wer einzelne Maßnahmen zur Bekämpfung der Pandemie kritisierte, war ein Corona-Leugner. Wer das Erreichen der Klimaziele anzweifelt, ist ein Klimaleugner. Da ein kritischer Geist in diesen beiden gesellschaftlich relevanten Themen oft dazu neigt, vom Mainstream abzuweichen, hat er beide Etiketts oft in Personalunion, so wie Kabarettist Dieter Nuhr. Für Debattenersticker ist Nuhr noch viel mehr, zum Beispiel ein Ausländerfeind. Denn in seinem Programm lässt er den Anspruch der Linken und die Wirklichkeit in Sachen Einwanderungspolitik gegeneinander laufen. Ich komme aus der linken Bewegung. Irgendwann habe ich bemerkt, dass es da Dilemmata gibt. Ich war immer für Ausländer und ich war für Frauen. Was ist denn, wenn die Ausländer gegen Frauen sind? Was mache ich da? Aus diesen Dilemmata mache ich Humor, sagte Nuhr während der erwähnten Diskussion.
Ausländerfeinde sind also alle, die an der Flüchtlings- und Einwanderungspolitik der Regierung etwas auszusetzen haben. Feind ist auch ein beliebtes Etikett der Debattenfeinde. Ein ARD-Funktionär hat die Rundfunkgebühr einmal als eine Abgabe für die Demokratie bezeichnet. Ergo sind alle, die die Gebühr abschaffen oder eine Reform der Öffentlich-Rechtlichen wollen, Demokratiefeinde. So bestechend einfach ist deren Logik. Auch Versteher ist ein Zauberwort. Ein böses Land oder ein böser Mensch vorangesetzt, fertig ist das Etikett. 2008 begegnete ich diesem Etikett im Zusammenhang mit Helmut Schmidt zum ersten Mal. Der Altkanzler kritisierte den erhobenen deutschen Zeigefinger gegenüber China und plädierte für einen differenzierteren Blick auf das Riesenreich. Im Grunde waren wir beide Brüder im Geiste. Dank seines Status als halb Mensch und halb Gott wurde Schmidt von den deutschen Medien als China-Versteher verspottet, während ich mit dem ziemlich tödlichen Etikett KP-nah bedacht wurde. Als das Etikett der Etiketts dient das Adjektiv umstritten. Während die anderen Etiketts vorübergehender Natur sein könnten, bleibt umstritten einem für immer behaftet. Mit anderen Worten, man wird, wenn nicht lebenslänglich, dann doch für viele Jahre von den Mainstream-Medien und weiten Teilen der Gesellschaft nicht als eine seriöse Stimme ernst genommen. Die Wissenschaftlerin Ulrike Giro und der Schweizer Historiker Daniel Ganser können ein Lied davon singen. Um Debatten im Keim zu ersticken, ist eine weitere Methode sehr effektiv. Die Andersdenkenden oder die Querdenker in die rechte Ecke zu stecken. Ich persönlich finde rechts völlig in Ordnung, denn in einer Demokratie müssen doch links wie rechts erlaubt sein. Aber da sich das politische Spektrum sehr stark nach links verschoben hat und das Wort rechts zu einem Schimpfwort geworden ist, wird es gerne eingesetzt, um Menschen auszugrenzen. Als aktuelles Beispiel fällt mir wieder Dieter Nuhr ein. Der Tagesspiegel schreibt begeistert über den Auftritt von Trevor Noah, einem Comedy-Superstar in den USA. Wie lautet die Überschrift? Der Anti-Nuhr. So, als sei ich das Gegenteil von Trevor Noah, schreibt Nuhr auf Facebook seinen Unmut von der Seele. Die früher oft gehörte Forderung, meine Sendung einzustellen, ist heute perfideren Mechanismen gewichen. Heute wird versucht, mich durch stete Diffamierung als rechter Comedian aus dem Kreis ernstzunehmender Stimmen auszuschließen. So Nuhr weiter. Es ist in der Tat perfide, denn einerseits dient Dieter Nuhr als das Feigenblatt für die vermeintliche Meinungsvielfalt der Öffentlich-Rechtlichen, andererseits wird er durch stete Diffamierung und Etikettierung ins Lächerliche gezogen, so dass über die Themen, die er anspricht, nicht mehr debattiert werden muss und soll. Methode Nummer 4, um Debatten zu ersticken, lautet Whataboutism. Es wird auf was völlig anderes hingewiesen, um über das eigentliche Thema nicht reden zu müssen. Das erlebe ich tagtäglich auf Twitter. Immer wenn ich Missstände in Deutschland anspreche, kann ich Gift darauf nehmen, dass mir etliche User schreiben, was ist mit den Uiguren und was ist mit der Meinungsfreiheit in China. Meine Herkunft wird also als Waffe eingesetzt, um mich abzustempeln. Manchen Linken ist es nicht bewusst, was für Rassisten sie sind. Ihnen ist auch nicht bewusst, dass die Unterbindung der Debatten keine Lappalie darstellt. Wenn sich das breite Meinungsspektrum nicht mehr abbildet, wenn nur eine Meinung erlaubt ist und politische Debatten nicht mehr stattfinden, dann steht nichts Geringeres als die Demokratie auf dem Spiel. Das war's für heute. Danke fürs Zuhören und danke, wenn Sie Politik Spezial weiterempfehlen. Auf Wiedersehen und bis bald.